Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich euch wieder mal ein Notebook-Zubehör zeigen. Und zwar soll das ein Notebook-Ständer sein. Mit diesem Notebook-Ständer kann man den Arbeitsplatz mit dem Notebook etwas variabler gestalten. Ich hatte ja über dieses Thema, so Arbeitsplatz, Ergonomie, schon mal ein oder zwei Videos hier in meinem Kanal eingestellt. Und diesen Ständer habe ich jetzt gefunden und würde ihn gerne mal mit euch auspacken. Ganz kurz vorher. Normalerweise habe ich die Originalverpackung immer hier schon vorliegen. Ich mache ja immer die Pakete mit euch zusammen auf, also nicht vorher reingucken und vorbereiten und wie auch immer, sondern wenn mal irgendwas nicht funktioniert, würdet ihr das live im Prinzip im Video mitbekommen. Aber normalerweise mache ich die Umverpackung schon vorher weg. Aber diesmal möchte ich das mal kurz zeigen, weil ich das so auch noch nicht gesehen habe. Ich bestell ja all meine Sachen bei Amazon. Habe mich eigentlich immer bei dieser Art von Paketen über diese Plastik-Umverpackung ein bisschen geärgert, weil das heutzutage von wegen Plastikmüll nicht so ganz in den Umweltschutz reinpasst. Das hier habe ich jetzt das erste Mal bekommen. Das ist eine richtige dicke Papiertüte. Wie gesagt, das finde ich also sehr, sehr vorteilhaft von Amazon. Man hört ja dann immer, viele meckern ja über Amazon. Aber das finde ich mal, was Umwelttechnik angeht, wirklich sehr gut. Ein richtiges, einfaches Papierumverpackung. So geht es also auch. So, dann wollen wir die Verpackung mal aufmachen. Da muss man irgendwie reißen. Ja. Und dann ist das Teil schon auf. Dann kann man das hier einfach ganz normal komplett in die Altpapiersammlung. Prima. So sieht das, naja, sieht auch nicht gerade viel besser aus, der Karton. Ist zwar auch schön alles Pappe, aber man kann hier auch noch nicht sehen. Man kann aber schon mal sehen, made in China, wo auch immer das herkommt. So, jetzt habe ich hier mein Messer nicht dabei. Ja. Versuchen wir es mal so. Ja. Geht besser, kann man besser auspacken, aber jetzt sind wir gerade mal dabei. So, und zwar sieht der so aus. Join us now. Prima. Boyata. Irgendwas auf Japanisch und Englisch. Hier ist eine Anbauanleitung. Das Teil wird wirklich, wie ihr hier seht, in verschiedenen Teilen geliefert. Also da werden wir gleich nochmal drauf gucken. Construction Manual. Naja. Also genau wie der zusammengebaut wird. Vielleicht gucke ich da gleich nochmal rein. So, dann haben wir hier komplett Aluminium, also richtig Vollmaterial. Ich stehe ja nicht auf diesem Plastikkram. Also richtig gut. Hier haben wir zwei dieser Bügel. Die stelle ich mal dahin. Und dann haben wir hier den Fuß. Auch der richtig Aluminium. Und hier steht auch nochmal Boyata drauf. Also ja, den gibt es in verschiedenen Farben. Das hier ist jetzt Silber, den gibt es in Schwarz, in Grau und ich glaube sogar noch in Pink oder so, eine Pinkfarbe. Die habe ich mir jetzt nicht unbedingt aussuchen wollen. So, sonst ist nichts drin, brauchen wir aber auch nicht. Und dann gucken wir mal, bauen wir das mal ganz exklusiv hier zusammen. Laut des Construction Manual. Das heißt, wir haben hier und hier, das müsste man jetzt ineinander schieben. Mal gucken, ob wir das so auf den... Ja, okay, also einmal. Super, passt auch wunderbar und wackelt nicht. Also nicht billig, das also macht keinen billigen Eindruck. Und das gleiche hier nochmal. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da rein und mit ein bisschen... Moment. Ein bisschen Druck. So, also ist ja auch in Ordnung, weil... Okay, ich glaube, ich habe das jetzt... Oh Gott. Ich habe nur drei Teile ineinander zu machen. Bau so eine Scheiße zusammen. Sorry. Das kann doch nicht
denkbar sein. So blöd kann man doch nicht sein. Okay, also ich mache das nochmal. Darum hat er wahrscheinlich auch nicht so da reingepasst. Jetzt mache ich auch den Tisch kaputt. Okay, also wir gucken nochmal drauf. Es sind nur drei Teile da. Und so geht er auch. Oh Gott, ja. Super, ich habe es geschafft. Ich habe ihn So, ich habe jetzt mal meinen Laptop dazu geholt. Das ist ein 15,6 Zoll großes Laptop von der Firma Dell, wie man unschwer erkennen kann. Farblich wunderbar passend. Ich wollte euch jetzt einfach mal den Unterschied zeigen. Das heißt, normal Laptop betreiben ist eigentlich klar. Das heißt, wir haben hier unsere Tastatur, wir haben hier unser Trackpad und so weiter und können so halt entsprechend arbeiten. Aber mit der Zeit kann das ja auch schon mal ein bisschen mit dem Rücken, wenn man also jetzt wirklich den ganzen Tag mit den Sachen arbeitet, ist natürlich eine Positionsveränderung für den Rücken, Schultermuskulatur und so weiter, Nacken schon mal ganz praktisch. Und da kann man dann Folgendes machen. Man kann hingehen, jetzt ziehen wir das Teil mal nach vorne und kann dann hier das draufstellen. Jetzt habe ich natürlich eine ganz andere Position. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ihr noch richtig dabei seid. Nein, ich muss euch mal ganz kurz. So, okay, und ein bisschen so. Sorry für das Handmade Arm. Aber ihr solltet mal gucken, wie ich das da mache. So, das heißt, wir haben hier jetzt die Möglichkeit, jetzt ist natürlich eine ganz andere Position. Jetzt hier so zu schreiben, kann man natürlich auch machen, wäre aber jetzt ein bisschen blöd. Ich habe dazu immer eine, weil ich nur mit Laptop arbeite, habe ich hierzu eine USB, also eine Funkmaus, beziehungsweise Funktastatur und die Maus gehört auch dazu. Diese Zubehörteile habe ich schon mal für euch getestet, wird die euch auch nochmal unter dieses Video drunter setzen. Und jetzt habe ich natürlich wunderbar die Möglichkeit, hier zu arbeiten. Das heißt also, jetzt steht mir der Monitor. Ich kann das hier natürlich jetzt auch anpassen und kann natürlich dadurch, habe ich jetzt durch einen wesentlich höheren Blick und eigentlich den richtigen Blick, weil man sagt, dass man eigentlich gerade auf den Monitor oder auf den Bildschirm schauen kann. Und das ist der Vorteil von so einem schönen Ständer. Macht übrigens, das Laptop wiegt über 2,3 Kilo. Also das macht einen sehr, sehr guten, also macht jetzt nicht irgendwie den Eindruck, als würde das umfallen oder sonst was. Ist wirklich sehr massiv, wobei wirklich das Teil wirklich mit 2,3 Kilo wirklich schwer ist. So, das heißt, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, hier zu schreiben, mit der Maus zu arbeiten und habe einen ganz anderen Arbeitsplatz. Und was noch sehr vorteilhaft ist, wenn ich jetzt fertig bin, kann ich das Ganze ein bisschen zurückschieben und kann die Tastatur natürlich auch zurückschieben, hier drunter setzen und die Maus kann ich im Prinzip auch noch darunter tun und kann dann das Teil zuklappen und dann passt das. Also ich finde das sehr schön praktisch. Man kann dadurch wirklich den Arbeitsplatz ganz anders und ganz neu gestalten. Und das finde ich also wirklich hier sehr schön. So, jetzt habe ich euch mal mein 13,3 Zoll Odys Winbook 13 hier draufgestellt, damit ihr mal seht, wie sowas aussieht dann mit einem kleineren Laptop. Auch das ist natürlich wieder praktisch. Das heißt, ich kann das Laptop höher setzen, habe hier jetzt die Möglichkeit, mir den Monitor richtig vor die Augen zu setzen und kann natürlich, kann natürlich hier auch wieder dann anfangen, weil wie gesagt, hier das halte ich für ein bisschen zu kompliziert, kann hier dann auch wieder mit der externen, wie gesagt, hat hier einen USB-Stick und dann ist das einmal kabellose Maus und kabellose Tastatur. Sehr schön im Übrigen auch Aluminium, also günstig und trotzdem gut. Das ist ja eigentlich in meinem Kanal gang und gäbe und kann dann hier auch wunderbar arbeiten. Also das ist auch in Ordnung, ob das jetzt ein 13 Zoll ist oder ein 15 Zoll. Ein 17 Zoll würde natürlich auch drauf passen. Also es ist wirklich überhaupt kein Problem und der macht wirklich einen, also da kann ich mich fast drauf, ja, oder da kann ich wahrscheinlich auch 10 Kilo drauf tun. Gibt ja keinen Laptop, das 10 Kilo schwer ist. Also sehr schön massiv, sieht gut aus und ich finde, es ist super praktisch. Tastatur lässt man verschwinden, Maus kommt vorne hin und dann haben wir den Arbeitsplatz sauber, können wir den irgendwie nach hinten schieben und haben dann hier vorne Platz und haben das Notebook dann ohne zusätzlichen Monitor, den wir uns nicht kaufen müssen in dem Fall, haben wir dann wirklich sehr schön zum Nutzen.
So, was ich finde, was noch wichtig ist, ist die Tatsache, dass ich nichts verkratze mit dem Teil, weil hier, das ist so eine Rutschmatte und die ist auch hier vorne abgekantet. Das heißt, wenn ich meinen Laptop hier draufstelle und auch vorne anlehne, wird das Laptop nicht verkratzt und den Tisch verkratze ich auch nicht, weil wir hier unten vier ordentliche, dicke, weiche, so Gumminoppen entsprechend haben. Also insofern auch ganz wichtig, dass ich also hier meinen Untergrund, meinen Schreibtisch, mein Holz und auch meinen Laptop nicht verkratzen kann. Ja, jetzt wo ich mich geoutet habe, dass ich nicht mal fähig bin, drei Teile ineinander zu stecken, das war echt ein Witz. Der Ständer, muss ich sagen, lohnt sich. Ich finde, man sieht aber auch, wie praktisch er ist. Das heißt also, er ist sehr, sehr, sehr stabil. Lässt sich in der Regel leicht zusammenbauen und auch wieder auseinanderbauen. Theoretisch kann man ihn sogar dann auch mitnehmen, allerdings nicht in die Notebooktasche, dafür ist er dann ein bisschen zu groß. Er ist sehr, sehr leicht. Er ist schön abgeklebt, das heißt also, wie ich eben schon gezeigt habe, er verkratzt mir weder die Unterlage noch das Laptop. Und wie gesagt, ich finde, es ist ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten damit, weil ich eben dann auch höher in das Laptop reinschaue, in den Monitor reinschaue. Ich kann zumindest die Planung, also die Ergonomie, die Arbeitsergonomie, ich kann es immer mal runternehmen, vor mich stellen, ganz normal arbeiten, kann es aber auch so arbeiten mit der externen Tastatur. Also das finde ich eine sehr, sehr angenehme Geschichte, gerade für Leute, die im Homeoffice arbeiten, länger arbeiten müssen mit den Teilen, vielleicht auch unterwegs sind und sagen, okay, sowas bringe ich dann auch mal in ein anderes Büro, wo ich vielleicht mal einen halben oder einen ganzen Tag arbeiten muss, auch mal mit, um meine Sitzposition einfach mal zu ändern. Finde ich sehr, sehr gut. Preis, ich habe jetzt 22 bis 23 Euro bezahlt. Es gibt natürlich ganz viele Notebook-Ständer, das ist natürlich klar. Aber es gibt die meisten sind Plastik. Dann gibt es welche, die sind sehr teuer, weil sie noch höhenverstellbar sind. Bin ich aber der Meinung, dass das nicht nötig ist. Und diese höhenverstellbaren, ich habe sie zwar noch nicht getestet, aber sie sehen schon anhand der Fotos ziemlich fummelig und wackelig aus. Bei den höhenverstellbaren für 30 Euro oder so gehe ich mal davon aus, dass das nicht so massiv ist wie dieser hier. Dass das also gerade, wenn man so ein schweres Laptop draufstellt, dass das Probleme machen kann. Der hier, finde ich, ist es Vollmetall, ist es kein Plastik. Und er hält einiges aus, macht einen sehr, sehr guten Eindruck und ich finde 20, 22, 23 Euro, die Preise bei Amazon variieren ja immer ein bisschen, finde ich super angelegt, kann ich empfehlen und er gehört jetzt mir und so kann ich meinen Arbeitsplatz auch draußen in externen Büros auch schon mal ein bisschen anders gestalten. So, das soll es gewesen sein. Wenn euch die Vorstellung hier gefallen hat, die Vorstellung von meinem Zusammenbau, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Und abonniert gerne meinen Kanal, dann seid ihr immer dabei. Empfehlt gerne meinen Kanal, reicht es gerne mal weiter. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Hoffe ich jedenfalls hier wieder zusammen in meinem Kanal. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut, tschüss.